The Secret World Folge XY, ich habe nicht nachgezählt. Bin wieder mal alleine, weil wir gerade ein bisschen terminliche Schwierigkeiten haben, das zu zweit aufzunehmen. Aber soll uns nicht davon abhalten, hier Spaß zu haben. Deswegen mache ich die Leute jetzt hier alleine kaputt. Ja, wir bereiten uns ja immer noch vor auf unseren Ausflug in den Dungeon, in den Raid oder wie auch immer man das jetzt hier in Secret World nennt. Im Vergleich zu anderen Spielen. Zu anderen Online-Rollenspielen. Und um mich da noch ein bisschen besser darauf vorbereiten, mache ich noch ein paar Nebenmissionen. Zum Beispiel bringe ich der lieben Norma, die auf der Karte Dorso wohnt, bringe ich ihre Flaschenpost, die ich gefunden habe. Und da muss ich jetzt im Endeffekt nur hier geradeaus, ne? Aber da sind leider so viele Gegner. Da sind jetzt allerdings auch nicht weniger Gegner. Also insofern. Mensch. Egal. Dann halt hier lang. So, mal gucken. Vielleicht kann ich ja den einen hier ein bisschen separieren. Ja. Da haben sie gleich alle Lust auf mich bekommen. Ah, ich hänge an der Wand fest. Ja, aber das geht auch ganz gut mittlerweile hier mit den Jungs. Passt. Dich passt doch gut. So, Norma. Wehe, in dem Brief steht nichts Geiles drin, dann bin ich sauer. Ruft mal ganz laut in den Kommentaren, um Gottes Willen, da liegt doch was, wenn ihr irgendwo noch so eine grüne Nebenaufgabe liegen seht. Die würde ich nämlich ganz gerne noch abarbeiten. Aber hier ist jetzt gerade nichts. Ist noch ein Zombie. Au, der spuckt ja Gift und Galle, ist ja ekelhaft. Schämst du dich gar nicht? Ist wie dieser komische Spitter bei Left 4 Dead, der dann immer diese eklige Scheiße da auf den Boden spuckt. Nicht zu wechseln mit dem Boomer, der diese eklige Scheiße auf die Leute spuckt. Beziehungsweise beim Explodieren alles überall verteilt. Darf man nicht verwechseln. Finde ich aber ganz nett gemacht, dass man für die diese kleinen wirklich Nebenaufgaben, die haben ja wenigstens auch eine vernünftige Geschichte zum Teil, so eine kleine Motivation zumindest. Mehr als einfach nur, ja, ich weiß nicht genau warum, aber töte mal 10 Leute. So. Ah, guck mal, da ist eins. Book of Voodoo. Das nehmen wir mit. Erstmal wollte ich hier noch eine Abreibung. Ja, ich finde schön, dass man die so am Rand findet, ohne dass die irgendwo angezeigt werden. Das könnte man sagen. Das ist schon ein bisschen blöd, dass man die nicht. Dass man die nicht irgendwo aufgelistet sieht, welche das sind und so. Aber ich sollte auch mal wieder Zeug verkaufen. Das mache ich dann vielleicht als nächstes Mal. Ach, alter Verwalter, ist das alles viel. Können ja mal hier so Zeug hinlegen. Ist dann wieder Platz im Inventar? Naja, natürlich nicht. Was ist ja nicht aus dem Inventar raus? Ah, ich das Ding nicht wegschmeißen kann, ey. Das ganze Zeug, ich muss das echt verkaufen hier. Crit Damage vor 60 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 60 Minuten spiele. Muss ich mal gucken. Physical Protection Rating for 60 Minutes. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Nehme ich jetzt mal mit. Dann verkaufe ich jetzt als nächstes nämlich mal bisschen Zeug. Bin ja jetzt hier auch in der Nähe da, wo man das verkaufen kann. Okay. Ja, aber erstmal muss ich hier noch die Massage in einer Flasche zurückbringen. Ich weiß, dass das nicht Massage heißt. Aber das Internet versteht das ja gerne nicht, deswegen sage ich es nochmal. So, Norma. Hey, Norma.
Warum muss ich denn jetzt einen Report senden? And it's currently being analyzed. Sehr schön. Guck mal, Norma hat auch noch was für mich. Was ist das? They never stop coming. Norma, also falls sich jetzt hier was verändert hat, sprachlich oder an der Grafik oder so, ich bin auf einen anderen Computer umgezogen mittlerweile und es war ein ganz schöner Aufwand. Auch mit dem Sound vielleicht stimmt noch nicht alles. Das kann in dieser Folge hier Probleme machen. Ich gucke mir das ja dann beim Schneiden an. Nur, dass ihr wisst, das wird dann bei der nächsten Folge besser. Oder anders. Okay, naja, hören wir uns doch mal an, was sie zu sagen hat, ne? Ah, ja. You'd think these wet bits would just fizzle on the bonfire. But no, they sparkle like kindling wood. That's heartening. Ah, jeez, what a mess. Good thing I'm not particular. Now I'm used to getting my hands dirty. Fish guts, childbirth, sutures, the dead. Yeah, maybe I was born for this work. Ah, that don't sound right. Nobody's made for this ungodly work. Except maybe this old thing. So I kill and I chop and I burn, but there's more of them every day, and I feel like I'm pushing a very big stone up a very steep mountain, and it keeps rolling back down. What do you call that? Sisyphean? Or is that when you get a burning in your privates? My idea of culture is reruns of Cheers and, you know, not ancient Greek mythology. Well, the old gal ain't a proper match for everything that turns up on my doorstep. Seems she's too much for most of it. Spreads a bone and dead man's guts all over the place. There's no time to gather it all up before we're right back up in the thick of it. And they never stop coming. So, was möchte die gute Dame denn jetzt von uns? Schauen wir doch mal nach. They never stop coming. Sie kann sie nicht schnell genug töten, die Zombies. Keine Zeit, alles aufzuräumen. Helfen wir ihr doch mal beim Verteidigen. Und zwar hinterm Haus. Na dann. Ab geht's hinters Haus. Naja, sie steht ja auch immer vor ihrem Haus. Also ist ja klar, dass sie hinterm Haus schlecht verteidigen kann. Ist aber nett, dass sie hinterm Zaun stehen bleiben, die Guten. Ja. Mehr davon? Ach, da. Muss mir noch einer sagen, dass ich auch mal nach rechts gucken muss. Und tschüss. Hat der mich gerade gebissen, die Sau? Was soll denn das? Finde ich aber normalerweise nicht so nett. So, kurze Unterbrechung. Aber die beiden kriege ich ja wohl auch noch, wenn ich dazwischen mal eine Minute Pause mache. Naja, also man merkt dann schon, mittlerweile, das ist eher eine Mission für den Anfang. Mittlerweile bin ich ganz gut gelevelt, sodass ich das problemlos hinkriege. Was ich allerdings sagen muss, was ich ein bisschen schwer finde bei Secret World bis heute, obwohl ich es jetzt ja auch schon wirklich ein ganzes Weilchen gespielt habe. Ich habe immer noch nicht so richtiges Gefühl für die, für mein Level. Ja. Und ich glaube, das ist inhärent bei dem Spiel, dass es einfach, da es eben nicht so ein standardmäßiges Level-System hat, ein bisschen schwierig ist einzuschätzen, wie stark ist man selber, wie stark sind die Gegner und was kann ich eigentlich, was schaffe ich eigentlich. Es ist halt, es ist, mag antiquiert sein und konservativ und, weiß ich, rückständig bei Videospielen. Aber gerade bei so Rollenspielen ist es doch echt praktisch, wenn der Gegner Level 20 ist und du bist Level 23 und weißt, ja, okay, den kann ich schaffen. Ja, also, das fehlt mir hier tatsächlich ein bisschen. Ist ja schön, dass sie das so ein bisschen aufbrechen wollten mit diesem klassischen Level-Loot-System, aber... Wir haben einen Ruckler. Man darf also offensichtlich keine KP und AP verdienen. Da kriegt man... Da ruckelt's dann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde, das Spiel ist ja super, aber ich mag das tatsächlich lieber mit so einem klassischen Level-System. Ich bin da altmodisch.
Was meint ihr? Findet ihr so ein offenes System besser, wo man einfach nicht so Level hat, sondern wo man einfach seine Fähigkeiten nur aufrüstet? Oder liegt euch auch mehr so ein klassisches Levelaufstiegs-Ding? Die hat ja schön gestöhnt. Oh, ist ja eine tolle Mission. Wow. Da kippen sie vor Schreck alle um. Kaum schießt man mal mit einer großen Attacke auf sie. Oh, guck mal, ein Zombie-Arm. Use Zombie-Part? Okay. Ach, ich soll die jetzt aufsammeln, damit wir sie verbrennen können wahrscheinlich. Ja? Den Dreck aufsammeln. Ach, guck mal, hier ist noch mehr Zombie-Scheiß. Und eins noch, oder? Ja. Hier war doch noch einer. Und da wäre noch ein sechstes, aber ich brauche nur fünf. Gut, dass ich es nicht so komplett aufgeräumt haben will, das wäre ja fürchterlich. 50 Zombies haben. Zombie-Teile. New Mission! Any unauthorized attempt to reply will be forwarded to the appropriate committee. You're being called to the Labyrinth. The Eye would like to see you. Das Labyrinth. The Eye is me. I'm the Pyramidian. Soll ich das annehmen? Ich pausiere ja die Mission hier nur, oder? Was ist das denn? Ein Illuminati-Agent ist verschwunden. Tief in Co-op City. Track down the agent and the occult artifact he was retrieving. Okay. Verstehe. Was war denn das nochmal? Dry Beach Sand. Das kann ich ja nicht noch machen, solange ich noch hier rumlaufe. Nehme ich noch die Sachen hier mit für diese Nebenmission. Oha, dann müssen wir mal schauen, was da auf uns wartet. Das hatte ich ja noch gar nicht, dass ich so einen Anruf bekommen habe bei dem Spiel und dann irgendwo hingerufen wurde. In meinem Fall jetzt wieder ins Hauptquartier. Da waren wir ja vor 30 Folgen mal irgendwann, ne? So ganz am Anfang im Illuminati-Hauptquartier, wo ich dann diese Trainingsmission hatte in Tokio. Bin ja mal gespannt, was da jetzt auf mich wartet. Da habe ich auch meine Waffe bekommen. Ach, guck hier, hier ist Sand. Nee, kein Sand, sondern Zementmix. Und jetzt müssen wir ein ganzes Stückchen in die andere Richtung wieder, natürlich. Ich muss echt das Inventar leer räumen. Ja, komm, lasst mich in Ruhe. Ich laufe doch hier nur ganz unschuldig lang. Na gut. Jetzt läuft er wieder weg. Na gut. Habe ich ihn zu weit weggelockt von seinem eigentlichen Gebiet? Armer Knilch. Hey Jungs. Und Mädels. Wir sind ja hier schließlich für Gender Equality, also Jungs und Mädels. Ich bringe die einfach alle um, frag nicht nach dem Geschlecht. Ich will immer anfangen zu rennen, indem ich zweimal W drücke, aber leider hüpft man ja dann so lustig. Ist nicht ganz so, wie ich das kenne. Oh, guck mal, hier ist noch eine andere Nebenmission. Jetzt kriege ich es aber wirklich en masse. Ja, komm, die eine braucht noch einen Schuss oder was? Was suche ich jetzt hier? Pumpkin Seeds? Pumpkin Seeds. Pumpkin Seeds? Boah, Leute, wie viele Nebenmissionen liegen hier denn? Das ist ja irre. Busch bekloppt. Ach, da, guck. Auf der Terrasse. Na komm.
Nimm sie mit, Süße. Haben wir, jetzt brauchen wir noch Strandsand. Mal gucken, ich kann noch eine Side-Mission mitnehmen. Nehme ich dann den zerstückelten Leichnam oder nehme ich die abgetrennte Hand? Oder ist es dasselbe? Ich nehme mal die abgetrennte Hand mit. Ist auch easy, also alles gut. Achso, ich muss diese Hand mitnehmen. Ist ja praktisch, dass sie direkt daneben liegt. So. Bound by Love 1874. Okay. Go to the Graveyard. Na gut, das kann ich ja dann machen. Jetzt mal erstmal das hier noch. Fertig. Brauche ich ja jetzt nur noch den Sand. Und dann wälze ich mich in Schmand. Oder wie auch immer. So, ach guck mal. Ich muss nicht zum Strand gehen, um Sand zu sammeln. Natürlich, ich gehe zum Buddelkasten. Das ist ja praktisch. So, dann haben wir das. Find a large open fire. Hm. Wo könnte ich das denn finden? Vielleicht bei meiner guten Freundin, der Norma. Na. Und wie habe ich das wieder gemacht? So, I simply feel my duty to have exhibit great competence in the field. Es tut mir sehr leid, aber ich muss dir sagen, dass du super bist. Dankeschön, das höre ich oft. Brief me a few times constantly, take a stroll in London sometimes. Ja, klar, wenn ich das nächste Mal in London bin. Natürlich. Not enough space im Inventar. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle mal eine Pause, räume mein Inventar aus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wahrscheinlich dann mit einem Ausflug nach New York zum Illuminati-Hauptquartier. Bis denn, macht's gut, Leute.